Herzlich willkommen zu meinem ersten kleinen Bastelvideo hier auf meinem Kanal. Heute geht es darum, sich die Dr. Monty Kaugummis für zu Hause selbst zu gestalten. Wichtig dabei ist natürlich, dass die nicht perfekt sind. Sie sind halt einfach selbst gemacht und nicht industriell gefertigt. Alles, was ihr dazu braucht, könnt ihr jetzt hier sehen. Ihr braucht auf jeden Fall mal Tischtennisbälle, die kein Logo aufgedruckt haben, sondern einfach weiß sind, verschiedene Bastelfarben, Wassermalfarbe und Deckweiß, einen dünnen Pinsel, einen Borstenpinsel, einen goldenen Nagellack, Universal Etiketten und natürlich einen PC und einen Drucker. Als erstes solltet ihr euch die weißen Tischtennisbälle nehmen und sie mit den Farben, die ihr für die Kaugummis wollt, besprühen. Ich hatte Orange genommen für die Perkaholic-farbenen Kaugummis, ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, Gelb zu nehmen, da Orange einfach zu dunkel ist. Die Tischtennisbälle dann einfach mit der Farbe besprühen, dann trocknen lassen und drehen und dann nochmals besprühen. Als nächstes müsst ihr ein paar bereits unifarbene Kaugummis besprenkeln. Denn einige von den Kaugummis, wie ihr wisst, haben so kleine Farbpatzer im Spiel, also auf den Kaugummis drauf. Am einfachsten nehmt ihr dafür Wassermalfarbe her. Davon kostet nämlich ein billiger Kasten im Handel nicht viel und da ist auch immer Deckweiß meistens mit drin. Ja, und dann nehmt ihr einfach einen mittleren Borstenpinsel dazu, taucht es in die Farbe ein und dann spritzt ihr einfach mit dem Borsten und den Fingern die Farbe auf die Kaugummis. Die Farbe geht auf jeden Fall mega easy wieder von den Fingern herunter, also da braucht ihr auch keine Sorgen haben. Das Ganze lasst ihr einfach ein bisschen trocknen, die Tischtennisbälle dreht ihr dann wieder um und bespritzt noch die Rückseite damit. Für die Perkaholic-Kaugummis könnt ihr dann einfach Wassertechnik mit Nagellack benutzen, natürlich nur wenn ihr wollt, ansonsten lasst ihr es einfach weg und lasst die Perkaholic-Kaugummis gelb. Ansonsten, wenn ihr das benutzen wollt, kauft ihr einfach einen billigen goldenen Nagellack und tropft ein bisschen davon ins Wasser. Dann einfach mit einem Pinsel den Nagellack an den Tischtennisball heranwischen und schon habt ihr leuchtend glitzernde Kurven drauf. Wie gesagt, das ist halt bei mir das Problem gewesen, ich habe ziemlich dunkle orange Farbe verwendet und hatte keinen gelben Vorrat und deswegen ist mein Perkaholic, also die Kaugummi ist etwas dunkel geworden. Nehmt auf jeden Fall gelb und nicht orange. Ja, wenn ihr dann alle Bälle vorbereitet habt, dann sucht ihr euch einfach die Kaugummibälle aus, die ihr wollt, also einfach aus dem Internet runterladen und in ein Word-Dokument reinkopieren. Aufpassen, dass ihr alle ungefähr auf die gleiche Größe zusammenrichtet. Ja, und dann einfach auf universellen DIN A4 Etiketten ausdrucken. Sobald ihr es ausgedruckt habt, schneidet ihr einfach die inneren Kreise aus und wenn ihr dann alle ausgeschnitten habt, müsst ihr nur noch die Schutzfolie abziehen und die klebenden Seiten auf den Kaugummis aufkleben. Ja, als letztes habe ich dann noch mit Deckweiß auf die Kaugummis noch die weißen Linien gemalt. Zum Beispiel habt ihr das auf der Perk Bottle Kaugummi oder bei Max Ammo, bei Instakill oder bei Wallpaw beispielsweise. Dann, wie gesagt, dann nehmt ihr einfach Deckweiß und einen dünnen Pinsel und malt da den Strich hier nachträglich noch auf. Und dann seid ihr auch damit schon fertig. Ja, das waren jetzt so meine First Try Kaugummis. Ich habe sie dann in so eine kleine selbstgebastelte Mini-Kaugummi-Maschine gepackt und sie bei meinem Monitor, also auf meinem Tisch neben meinem Monitor gestellt. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Wenn ihr noch mehr selbstgemachte Guides für den Zombie-Modus sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wie gesagt, sie sind nicht perfekt, aber es gibt keine Kaugummis zum Kaufen und man kann sie so einfach leicht selber machen, anstatt sie versuchen, irgendwo ganz, ganz teuer auf eBay oder so zu ersteigern. Ja Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Gucken und bis dann!